Willkommen zu einer weiteren Sendung von Ralfs History Tours. Heute nehme ich euch mit zur Festung Straßburg. Dort schauen wir uns das preußische Fort Podbilski an, das heißt heute Fort Ducrot. Heute liegt Straßburg in Frankreich. Aber 1871 wurde Straßburg in das neu gegründete Deutsche Reich als die Hauptstadt des Reichslandes Elsass-Lothringen etabliert. Und neben Metz und Köln wurde Straßburg nach 1871 zu einer der wichtigsten Festungen im Westen des Reichs ausgebaut. Nach dem Ersten Weltkrieg ging Elsass-Lothringen wieder an Frankreich zurück und Frankreich hat dann die Maginot-Linie an der deutsch-französischen Grenze erbaut. Das Fort Podbilski wurde in diese Maginot-Linie mit integriert. Bei diesen Umbauten in den 30er Jahren wurde die Frontseite der Kehlkaserne, die wir hier sehen, in einen Betonmantel eingehüllt. Hier sehen wir den trockenen Graben, der rings um das Fort ging, der wie bei allen Bieler Forts rund um das Fort vor Eindringlingen schützte. Ein besonders schönes Originaldetail sind noch die Stahlzäune, die meterhoch über die Außenkante der Mauer ragen und ganz deutlich zeigen, wie schwer die Überwindung für Soldaten war. Trotz der dichten Bewaldung sieht man bis heute noch die Konturen dieser Grabenanlage sehr gut aus der Luft. Im Außenbereich des Forts finden wir noch Geschützstellungen, die detachiert aus dem Fort, das heißt nach außen verlagert wurden, um nicht aus dem Fort rauszuschießen. Und diese sind heute noch erkennbar, auch hier die Geschützstellungen, wo früher mal die Geschütze eingebaut waren. Hier sehen wir eine Geschützgarage, wo die Geschütze sicher untergestellt werden konnten. Während die preußischen Forts im 19. Jahrhundert noch mit Ziegelsteinen erbaut wurden, hat man diese detachierten Anlagen erst später, Anfang des 20. Jahrhunderts, gebaut, als man schon mit Beton gebaut hat. Und insofern sind das Betongebäude. Hier sehen wir ein Modell von Fort Podbilski, so wie es nach seiner Fertigstellung 1882 ausgesehen hat. Wir sehen auch hier noch eine Fassade in Ziegelstein, anders als heute, wo alles mit einer Betonschicht überbaut ist. Das Fort wurde als bielersches Einheitsfort
von den Preußen gebaut, von 1879 bis 1882. Es wurde dann nach der Brisanz-Granatenkrise, nachdem die Sprengstoffe erfunden wurden und eingesetzt wurden und damit das ganze Konzept nicht mehr funktioniert hat, wurde es nochmal von 1887 bis 1889 verstärkt, um dann später nochmal 1893 erneut umgebaut zu werden. Oben auf dem Fort befindet sich hier ein gepanzerter Beobachter, mit dem man mit diesem Blick hier einen sehr guten Überblick über das Gefechtsfeld hatte. Unweit entfernt hier auch ein Beobachter mit einer Stahlkuppel, die man drehen konnte. Hier ein Blick von den Wallanlagen in den Kasernenhof. Oder auch für die verschiedene. Innerhalb des Kasernenbaus befindet sich auch der Zugang in den Beobachter aus Stahl, den wir eben haben drehen sehen. Vom Inneren des Kasernengebäudes konnte man per Munitionsaufzug die Munition nach oben auf die Wälle direkt zu den Geschützen transportieren. Hier befinden wir uns in der Hauptpoterne, dem Hauptpoolgang, der von vorne nach hinten einmal durch die Kasernenanlage läuft. Am Ende der Hauptpoterne befindet sich eine Stahltüre, die dann mit einem kleineren Hohlgang einmal unter den Graben hindurch auf die andere Seite von der Verteidigungsmauer in den Außenbereich, in die Kontraeskape führt. Von dort findet man erneut Hohlgänge, mit denen die Kontraeskape auch verteidigt werden konnte. Über diese Treppenanlage führt der Hohlgang unter dem Graben durch, damit die Soldaten sich keinem feindlichen Feuer aussetzen mussten. Hier befinden wir uns jetzt schon in den Gängen der Kontraeskape, also unterhalb der Außenmauer. Und mit diesen Gängen kommen wir in die verschiedenen Stellungen, von denen wir aus über Scharten den Graben verteidigen können. Da der Graben sehr lang ist, sind auch die Gänge hier sehr lang. Toilettenanlagen sind hier mit eingebaut, klar, zur Versorgung der Soldaten. Man kann heute noch die Reste sehr gut erkennen. Endlos erscheinende Gänge führen parallel zur Mauer entlang der Gräben bis zur nächsten Verteidigungsstation. Jetzt vorne in der Spitze. Wie in allen Festungsanlagen sind die Ein- und Ausgänge der Hohlgänge auch hier schikaniert, das heißt verwinkelt. Hier sehen wir die Geschützscharten, von denen aus man den Graben bestreichen, das heißt beschießen konnte. Und von dort aus geht es dann weiter, wieder entlang der Mauer, wieder durch endlos lange Gänge bis zur nächsten Geschützstation, von der aus dann der nächste Grabenstreich betrieben werden konnte. Oh! Links die äußere Betonwand, hier die original preußische
Schon ja. Cool. Da geht es hinein, hinaus und wieder hoch. In den Hof. Ja. Wieder besser noch. Sollte normalerweise dieses Jahr in Benutzung gehen. Oben auf den Wällen des Forts standen früher die Geschütze, die Kanonen, mit denen der Feind beschossen wurde. Selbstverständlich zur damaligen Zeit war das Ganze noch unbegrünt, ohne Bäume und Sträucher, ein freies Gelände. Man hat dann, wie gesagt, die Geschütze zur späteren Zeit aus den Forts ausgelagert, damit der Beschuss, der natürlich dann gesichtet wird, auch keine Rückschüsse auf eine Kaserne mit sich brachte, weil die Bielerschen Forts waren ja gleichzeitig eine Kaserne für Infanterie und für die Artillerie, für die Geschütze ausgelegt. Ja, diese Kombination hat sich ziemlich schnell als unbrauchbar erwiesen. Das heißt, die Artillerie wurde dann ausgelagert. Hier aus der Luft sieht man nochmal schön die Konturen dieser Bielerschen Forts mit den Grabensystemen. Und hier von vorne noch einmal die Kehlkaserne, die natürlich durch den Betonmantel aus der Maginot-Zeit doch sehr deutlich auch von oben erkennbar ist. Das Fort ist heute in den Händen eines Vereins, den Freunden von Fort Ducrot, die sich sehr rührend und auch mit großem Aufwand um die Erhaltung und auch um die Restaurierung des Forts kümmern, die sowohl außen als auch innen sehr viel Mühe und Zeit investieren, um alles wieder zugänglich zu machen und möglichst in den Urzustand zurückzuversetzen, soweit das möglich ist. Hier noch einmal den Blick durch den trockenen Graben mit den hohen Mauern links und rechts, die unüberwindbar erscheinen, am Ende des Grabens klar zu erkennen, die Grabenstreiche, die wir eben von innen gesehen haben, die mit den langen Gängen hinter den Außenmauern verbunden sind, hier sehr schön zu erkennen, wie der Graben dort verteidigt werden konnte. Neben den detachierten Bieler Forts im Umfeld, im äußeren Kreis um Straßburg, hatte die Stadt selber auch eine eigene Stadtumwallung, von der wir hier noch Reste sehr gut in der Stadt erkennen können. Stahltore und Wälle, einzelne Kasematten und hier noch das Kriegstor, das natürlich auch optisch einiges bis heute hermacht. Zur preußischen Zeit war dieses Kriegstor einer der wenigen Zugänge in die Stadt Straßburg. Im Außenbereich der Stadtumwallung gab es einige Stahlkaponieren, wie diese hier, die ein wenig wie UFOs anmuten.
die aus dickem Stahl und Beton den äußeren Bereich der Stadtumwallung bestreichen konnten.